Oh, Heidi, ho, Freunde, willkommen zurück. Und ja, wir versuchen ein weiteres Mal diese blöde Polizeistation zu erreichen. Und der Kerl, der ist, ja, weiß ich nicht. Jetzt rennen wir auf jeden Fall schneller. Lauf, Forrest, lauf! So, ich bin gespannt, ob wir diesmal die blöde Polizeistation erreichen. Ja. Wir wissen ja, was uns erwartet. Jetzt kommt erst die da. Ja, hi, Servus, grüß dich. Was ist los? Warum haben Sie? Bla bla. Und wir ignorieren Sie. Frau Nina. Frau Nina ist nicht da. Frau Nina hat keine Zeit. So. Entschuldigen Sie, ist was passiert? Nachts alleine draußen zu sein, ist gefährlich für eine junge Frau wie Sie. Ja. Und wir rennen weg. Hoppala. Okay, das war eine kurze Flucht. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder. Selbst so gerne. Nix da. Ist nicht. Läuft nicht. Weg, 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 weg. Jetzt aber. Zeig ich hier. Warum? Ganz ehrlich, Leute, warum? Ich soll zu dieser Polizeistation. Ich renne dahin und was soll ich machen? Ich kapiere es nicht, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll. Im Übrigen, ja, ich war mal so frech. Ich habe bis zu der Stelle der Flucht habe ich mal im Internet, also auf YouTube, nachgeschaut. Nicht drüber hinaus. Ich wollte mich nicht spoilern. Aber ich weiß, dass ich zu dieser Tür rennen muss, wo ich hingehe. Ja, und eigentlich müsste es dann ab der Stelle weitergehen. Aber ja. Willst bei mir nicht. Warum auch immer. Ja, geh mir doch nicht auf den Keks, du. So, also nochmal, ich renne jetzt davor, hier hin, zu dieser Tür und. Wer hätte es gedacht? 今月16日、SNSなどで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で、今日、主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました。逮捕されたのは主犯格で指示役の会社員。 Echt jetzt, ich habe einen neuen Part angefangen für 2 Minuten oder 3 Minuten, was wir jetzt gebraucht haben. Scheiße, ey. リキヤ容疑者は被害者に対して付きまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが。他3名にはリキヤ容疑者の犯行に関して疑いがそれぞれかけられており、加えて白田容疑者には自身を警察官に座って被害者と接触していた疑いもかけられており、uns das Leben zur Hölle zu machen。これに対し Wie gestört kann man eigentlich sein? Jetzt mal ernsthaft, wie gestört muss ein Mensch sein, um so weit zu gehen? Vor allem, wie gestört muss die Family sein, dass sie da mitgemacht haben? Also, es ist schon. Oh, es geht doch noch weiter. Oh, das ist schön. Es geht ja doch noch weiter. Gesund siehst du aber auch nicht aus. Ja, und was ist. Was mache ich jetzt? Ah. Oh, wir schnippeln. Wir schnippeln Gemüse. Wir kochen Essen. Wow, wir haben frisches Essen gemacht. Es gibt kein Fertigfutter. Okay. Für wen ist das? Für uns oder für unsere Freundin?
Na komm, hau rein, lass es dir schmecken. Danke. Sieht lecker aus. Oh, sorry. Es ist nur, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, als ich dir das letzte Mal dieses Gericht gemacht hatte. Diese Leute, sie wurden wohl erwischt. Das freut mich wirklich sehr. Wer hätte das gedacht? Sie alle steckten in der Sache mit drin. Nina, du musstest so viel durchmachen. Wenn ich doch nur gemerkt hätte, wie ernst die Sache war, dann wäre das alles nicht passiert. Das ist nicht wahr. Asuka, nur wegen dir ist alles gut ausgegangen. Warum wegen Asuka? Wenn ich mich recht entsinne, haben wir die gute Frau nebenan in der Wohnung gefesselt in der Badewanne gefunden. Danke, dass du so denkst. Urk, du solltest so schnell wie möglich umziehen. Ja. Pass auf, dass dir das nicht noch einmal passiert. Da fällt mir ein, ich wollte dir noch was sagen. Du hast doch dieses Akamanto gespielt. Meintest du nicht, es sei zu schwer für dich? Ich habe gehört, die Entwickler haben ein neues Spiel rausgebracht. Wie heißt es noch? The Convenience Store. Mein Gott, Walder, du. Ah. Und ja, dieses Spiel gibt es tatsächlich, ne? Es soll wohl nicht so schwer wie Akamanto sein. Es ist ein japanisches Horrorspiel und auch für Gelegenheitsspieler leicht durchzuspielen. Ist das so? Schau es dir mal an. Ja, so kann man natürlich auch Eigenwerbung machen, ne? Get the True Ending, okay. Ja, das war's jetzt tatsächlich, Leute. Es ging jetzt viel schneller vorbei, als ich gedacht und erwartet habe. Ich bitte euch vielmals um Entschuldigung. Nein, ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell zu Ende geht. Das Ende war heftig, also ganz ehrlich. Dass da der Ex mit der kompletten Family drin steckt, hätte ich nicht erwartet. Das ist schon hart. Ist schon echt hart. Das Spiel an sich war cool, hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall ein besseres Werk von Entwickler. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos meinen Kanal, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und ich freue mich dann auch beim nächsten Mal euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut. Alle die Ohren steif und wir sehen uns. Ciao, ciao. Fleece the mouth, you look like frame, what I ask. Kuma, Matarete, Kieta, yeah. Shoot, I'm a little bit of a shofu, and take knife for Savita, Kotova de Kishi.